Faszination hausiert. Kaum eine andere Wohnform ist so vielfältig wie das Leben auf schwankenden Planken. Ein Spielfeld für Individualisten. Huckepack in die Ostsee. Hausboottransport per LKW. Wir haben das Boot ja auch gut verpackt, sodass wir dann hoffen, dass wir dann durch die Bäume dann gut durchkommen. Umso mehr Boote natürlich bestellt sind bei der momentanen Produktionskapazität, kann es schon bis zu einem Jahr dauern, bis man sein Boot bekommt. Hausboot Paradies Amsterdam. Das ist eben der Vorteil von so einem Hausboot. Man kann unterwegs sein, man ist vollkommen autark und hat trotzdem im Grunde den Luxus, den halt ein komplett eingerichtetes Haus bietet. Freizeit und Leben auf dem Wasser. Hausboote sind so vielfältig wie ihre Besitzer. Am Werlsee bei Berlin befindet sich die Nautilus-Werft von Andreas Hoffmann. Der Berliner erfüllt seinen Kunden den Traum vom Leben auf dem Wasser. Er baut Hausboote, die jede Menge Komfort bieten und Raum lassen für Sonderwünsche. Anke Crawford-Reed und ihr Mann Etienne Crawford sind zu Besuch auf der Werft, um sich ein Hausboot anzuschauen, das gerade für einen anderen Kunden gebaut wird. Das Ehepaar lebte eine Zeit in Äthiopien und kehrt nun beruflich zurück nach Berlin. In der Hauptstadt sind die beiden auf der Suche nach einem Zuhause mit dem gewissen Etwas. Dann würde ich sagen, wir fangen außenrum an, damit sie das Boot von außen mal sehen. Auf Land wirken die immer gigantisch. Im Wasser ist es dann schon gar nicht mehr so groß. Also da darf man sich nicht täuschen lassen. Also wir bauen natürlich die Boote als Fahrboote. Das heißt, wir achten auf die Schleusen, dass man durch Schleusen durchfahren kann, dass man die Brückendurchfahrtshöhen hat. Und da müssen wir uns einfach auf bestimmte Bedingungen halt und Maße einlassen. Ja. Zum Wohnen ist das jetzt so die kleinste Größe, die ich empfehlen könnte. Also das heißt, wenn wir uns vorstellen, das ist jetzt 4,60 Meter bis 5 Meter ist bei uns Standard. Die Pontons, das ist Aluminium? Das ist seewasserfestes Aluminium oder Polyethylen. Das ist so ein Kunststoff. Beides ist halt relativ wartungsfrei, wobei man sagen muss, Aluminium muss natürlich eigentlich auch mal angestrichen werden oder wieder aufbereitet werden mit einem Anti-Fouling-Anstrich oder Korrosionsschutz, ja, weil auch das natürlich anfängt anzulaufen. Was für eine Lebensdauer haben diese Boote? Also unser Bootsbauer hat mal gesagt, also wenn sie nicht mindestens 20 Jahre halten, haben wir unser Handwerk verfehlt. Also das heißt eigentlich wie ein Haus, auch über mehrere Generationen kann das instand gehalten werden, wenn es gewartet und gepflegt wird. Anständig ist das eigentlich unverwüstlich. Auf die Hausboote der Nautilus-Werft kam das Ehepaar durch einen Tipp von Freunden. Crawfords waren sofort begeistert, denn ihr neues Zuhause soll ihrem Freiheitsdrang entsprechen. Wir werden zurückversetzt. Wir kommen jetzt aus dem Ausland zurück. Wir sind beim Auswärtigen Amt und wir kommen jetzt wieder ins Inland zurück. Und wir können uns einfach nicht vorstellen, feste irgendwo zu wohnen. Deswegen sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, uns ein Hausboot zu kaufen. Weil ich bin jetzt seit 25 Jahren beim Auswärtigen Amt und immer nur im Ausland und alle paar Jahre ziehen wir um und ich kann es mir gar nicht vorstellen, feste irgendwo zu wohnen. Und eigentlich, wir wollen halt nicht so angebunden sein. Wie gesagt, man kann das Boot dann eben auch mal rausnehmen, man kann mal übers Wochenende rausfahren auf die Seen oder auch Havel rauf und runter. Und das Auswärtige Amt ist sehr großzügig. Wir ziehen tatsächlich mit Sack und Pack, können wir mal umziehen. Wir können unseren gesamten Hausstand mitnehmen. Aber ein Hausboot mitzunehmen gesamt, das glaube ich, wäre doch etwas schwierig. Aber wir würden es dann entweder hier chartern und zum Chartern freigeben oder vermieten, an Kollegen geben oder Freunde, Familie. Also wenn es nicht immer über die Hochsee geht, dann wäre das ja nicht unbedingt das Problem. Ja. Ja, also nach Norwegen oder so haben wir jetzt auch schon ein Boot überführt, sagen, über ja. Land. Wenn man in Europa so bleibt, wäre vielleicht eine Idee noch tatsächlich, dass man das dann mitnimmt. Ich meine, Hoffmanns Hausboote sind kleine Raumwunder. Also das Paket müsste auf also jeden Fall. Also hier käme jetzt ja noch eine sogenannte Dachkoje rauf. Das ist nochmal eine Kabine auf dem Oberdeck, wo man nochmal zur Not zwei Schlafplätze drin organisieren könnte oder Abstellfläche hätte. Hätte aber nicht die Wohnqualität eines normalen Zimmers. Die Crawfords interessieren sich für ein Hausboot vom Typ Nautino Maxi, der Mittelklasse-Variante im Hoffmanns-Angebot. Die Dachterrasse gehört dabei zur Standardausstattung, wie auch bei den drei weiteren Modellen, die Nautilus fertigt. Jedes Hausboot auf dieser Werft kann mit oder ohne Antrieb geliefert werden. Wer mobil bleiben möchte, wählt die teurere, motorisierte Variante. Doch wer mit dem Hausboot auf Seen, Flüssen und Kanälen unterwegs sein will, braucht einen Sportbootführerschein. Ja,
So, dann haben wir hier den Fahrstand. Also das heißt, von hier wird das Boot gesteuert. Hier kommt natürlich noch ein Lenkrad dran. Hier kommen die Installationen, also die Elemente werden installiert. Die Bugstrahl, Heckstrahl, Ruder, die Grundtechnik für Beleuchtung, also Fahrbeleuchtung, Navigationsbeleuchtung und Ankerlicht etc. Wir haben ja auch so eine schöne Außensilhouette, die beleuchtet wird. Abends sieht das total schön aus. Und natürlich meistens kommt hier nochmal so ein Kartenplotter hin, das heißt Tiefenmesser, Geschwindigkeitsanzeige, die Karten, wo man lang fährt, dass man seine Position wiederfindet, ein paar Informationen über Schleusen etc. findet, wäre schon auf jeden Fall eine Grundausstattung. Hier haben wir einen Motor, manchmal werden auch gerne zwei Motoren angebaut bei größeren Schiffen, um natürlich nochmal mehr Sicherheit zu haben oder auch besser manövrieren zu können. Ansonsten ist es relativ übersichtlich gehalten, also kein Hubschrauber-Cockpit, sondern eher ganz einfach gehalten, dass man das notwendig hat. Hier ist dann die Kamera, die Sie sehen, also der Bildschirm davon zumindest, wo dann zwei Kameras, die umgeschaltet werden können, einmal nach hinten, damit man das Heck sieht, unter Kontrolle hat, und einmal, dass man über sein gesamtes Oberdeck gucken kann, weil wir haben ja oben ein Sonnendeck und da ist auch noch eine Kabine oben, und damit, wenn Personen oben sind, wir immer gucken können, was machen die gerade? Mhm. Kurz bevor man durch eine Brücke fährt, ist sehr wichtig, dass man sieht, dass sie nach vorne gucken und nicht nach hinten. Die Fehmarnsundbrücke ist das Wahrzeichen der Ostseeinsel. Auch hier werden Hausboote hergestellt, aber nicht direkt an der Küste, sondern in der Inselmitte. Je nach Größe dauert der Bau eines Hausbootes 2 bis 3 Monate, bis es zum Rollout aus der Werkshalle kommt. Je nach Länge des Hausbootes wird es beim Ausscheren aus der Halle brenzlig. Dieser ist jetzt 14 Meter lang und dann wird es eben eng. Ja. 50 Zentimeter geht noch. Haben wir schon gemacht, geht noch. Dann schieben wir ihn aber nur vor, der Kran hebt ihn gleich hoch und dann drüber weg. Oben ein Holzhaus, im Unterbau mehrere Schwimmkörper aus 3 mm dickem Stahl. Für seine Idee, schwimmende Holzhäuser zu bauen, wurde Stefan Bode, der Unternehmensgründer, zunächst von den anderen Insulanern belächelt. Es hat sich schon ein quasi Lieblingsmodell unserer Kunden herausgebildet, das ist das 411er. Weil es sehr gut geeignet ist für 4 Personen, für eine Familie. Wir merken, dass das Hausboot unheimlich positiv belegt ist. Und ich glaube, ich nenne das immer so ein bisschen das Tom Sawyer-Feeling. Also da träumt halt fast jeder träumt davon, am Wasser zu leben oder auf dem Wasser sogar zu leben. Mehr als 20 Hausboote hat der Unternehmer in den ersten 5 Jahren verkauft. Die kleinste und günstigste Variante kostet knapp 64.000 und die teuerste rund 129.000 Euro. Und das denken auch viele unserer Kunden, dass es ja im Prinzip einfach ein Schwimmponton ist, auf den ich dann ein Holzhaus setze. Dem ist leider nicht so, weil es sind mehrere Sachen, die dort eine Rolle spielen. Es ist zum Beispiel so, dass es zugelassene Sportboote sind. Die müssen nach einer CE-Norm und nach einer Sportbootrichtlinie gebaut werden, sodass insbesondere bei der Elektrik zum Beispiel dort viele Punkte ganz anders sind als bei einem normalen Holzständerhaus. Für die Hausboote im skandinavischen Design begeistern sich immer mehr Menschen. Christian und Oliver haben sich für ein mittelgroßes Modell entschieden. Wie aufwendig die Innenausstattung ist, entscheiden die Kunden selbst. Von der Anzahl der Betten bis zur Ausstattung der Küche. Die wurde jetzt hier eingebaut vor 2 Tagen. Alles da, was wir wollten. Das Kochfeld mit Gasanschluss, der Kühlschrank ist vorhanden. Ist alles so eingebaut worden, wie wir das haben wollen. Eine eingebaute Mikrowelle. Da muss ich mir noch so ein bisschen in die Bedienung einfuchsen, gucken. Alles auch neu für mich, diese Küche. Im Hintergrund hier noch ein Spritzschutz, damit keine Fettspritzen an die Wand kommen. Das wurde heute noch versiegelt, ganz frisch. Christian und Oliver haben das Hausboot als Renditeobjekt gekauft. Sie wollen es an Feriengäste vermieten. Ein 1,60 m x 2 m großes Bett. Hier kommt noch ein Fernseher rein.
auch mit einem Fenster dabei. Genau, das ist das Schlafzimmer 1. Dann haben wir noch ein zweites Schlafzimmer. Insgesamt haben wir hier 5 Betten oder Schlafplätze zur Verfügung. Das ist so eine kleine Innovation, die ist ja aus einer Idee entstanden und das haben die Handwerker hier super umgesetzt, finde ich. Normalerweise standardmäßig sind 2x80 x 2 Meter Betten hier drin. Wir wollten noch ein zweites Doppelbett haben. A, um einen Schlafplatz mehr zu haben und B, um auch ein zweites Doppelbett zu haben, wenn man hier zwei erwachsene Paare hat, sozusagen, die hier Urlaub machen. Dass man dann nicht losen muss, wer kommt jetzt in das Doppelbett und wer kommt in das Hochbett und muss getrennt liegen. Ja, hier ist dann auch der Eingang zum Schiff. Hier ist sozusagen die Seite mit dem Steg, wo wir uns jetzt befinden. Hier kann man dann auch auf die Dachterrasse raufgehen. Ja, und das ist der Eingangsbereich. Und auch wieder so eine kleine innovative Lösung, die wir uns ausgedacht haben, wenn jetzt hier 2 Pärchen sind. Oder die Kinder liegen in dem Zimmer, wo der Eingangsbereich ist, dass man die Kinder nicht wecken muss, wenn man vielleicht ein bisschen später wieder nach Hause kommt, haben wir uns überlegt, dann kann man ja auch übers Dach gehen und deswegen haben wir vorne und hinten eine Leiter. Genau, dann kann man sich leise ins Haus schleichen und durch den Terrasseneingang wieder ins Haus gehen. Jetzt fehlt nur noch das Wasser, auf dem das Ferienhaus schwimmen soll. Doch bis zum Hafen sind es noch 8 Kilometer. Die neuen Hausbooteigner hoffen auf ein gutes Geschäft. Der Immobilienmarkt an der Ostsee ist ziemlich hart umkämpft und das, was man für einen entsprechenden Preis bekommt, ist halt ja, schwierig. Ne? Also entweder ist es sehr teuer oder es wird nicht so gute Objekte werden angeboten für wenig Geld. Und wir fanden es spannend. Also die Hausbooteigner zu werden, gerade weil wir hier von der Ecke kommen und an der Küste groß geworden sind, ist Wassersport immer schon was ein Thema für uns gewesen. Ne? Ob es jetzt Surfen oder Segeln ist hier an der Küste und ja, da ist ein Hausboot irgendwie beides vereint. Also die Ferienimmobilie und der Wassersport, obwohl das Boot ja jetzt fest im Hafen liegt, aber man lebt von dem Hafenflair und der Hafenatmosphäre, das ist für uns halt, ja. In Bayern wird man vielleicht irgendwas in den Bergen machen. Als Norddeutscher macht man es an der Küste. So. Ein Autokran soll das Hausboot auf den Sattelschlepper bringen. Anders als an der Ostsee haben Hausboote in Amsterdam eine lange Tradition. Doch es gibt nicht nur alte, sondern auch viele moderne Hausboote. 2500 Liegeplätze stehen in der Grachtenstadt zur Verfügung. Einer gehört Anton Suring. Hallo, willkommen auf meinem Hausboot. Kommen Sie rein. Das ist mein Hausboot. Ich bin ein Hausbootarchitekt und das ist ein auf meinen Designs. Es ist besser zu sagen ein Floating House. Es ist nicht ein Boot, es ist ein Floating House. Also ein schwimmendes Haus. Wenn Anton Suring so ein zeitgemäßes Design für einen Kunden entwirft, kostet das schnell bis zu 500.000 Euro. Dafür gibt es dann aber Lebensqualität vom Feinsten und Ausblicke, die eigentlich unbezahlbar sind. Luxury and nice thing about this das floating house is that you have this lange große long, Deck. Big deck. Es ist schön, it's really im Sommer nice. You can sit here in summertime. You can spend your time with friends, trinken, have a drink, barbecue, dinners, etc., etc. Auch das Innenleben hält höchsten Ansprüchen stand. In diesem Ambiente fällt auch die Arbeit leicht. I really love to start my day working on the table. Unglaublich gerne damit an diesem Tisch zu arbeiten. Dann sitze ich hier mit meinem Computer, kann hinausschauen auf die wunderschöne Stadt um mich herum oder ich entspanne mich einfach auf dem Sofa. Or relax on the sofa. Ich hatte einen Moment der Inspiration, als ich in einem Flugzeug saß. As you can see
Sie können hier auf der gesamten Länge des Hausbootes diese LED-Linie sehen. You can also change Man the kann auch colors die Farbe ändern. And, ich wurde inspiriert von den Flugbegleitern, die einem erklären, wo die Notausgänge sind. By the people on the airplane who were explaining you how ich wurde von dieser Geschichte inspiriert und habe sie für das Hausboot verwendet. I get inspired by that story and I use that in the houseboat. Die Inspiration für den versenkbaren Fernseher kommt wohl eher von einer Yacht. Anton Surings Lieblingsraum ist aber nicht das Schlafzimmer. So, and my favorite spot in the mein Lieblingsort im Haus ist das Badezimmer. Es ist sehr luxuriös mit Fußbodenheizung und einer Doppeldusche. Man hat eine Dusche in der Decke und eine an der Wand. Es ist also möglich, zusammen zu duschen. Das ist sehr nett. It's also possible to shower together, so that's really nice. Und was außerdem toll ist, es ist ein Hammam, wie eine türkische Sauna. Man kann die gesamte Duschkabine mit heißem Dampf füllen. Dann nimmt man den kleinen Holzstuhl und hat ein echtes Dampfbad. Man wird sehr sauber und es ist echt warm. Was vor allem in der Winterzeit wirklich nett ist. It's really warm and nice. Also in wintertime it's really, really nice to have. The construction of the houseboat is that the concrete part der betonierte is in the water Teil des Hausboots ist im Wasser, ungefähr 80-90 cm unter der Oberfläche. Das Wasser geht below also the water etwa level. Bis hier. So the water level das ist der Grund, warum is ich das Schlafzimmer tiefer like gelegt here. Habe. And that's das Gute daran why ist, dass ich im Sommer keine Klimaanlage the brauche, weil dieser Teil immer etwas gekühlt ist. Die Temperatur ist hier also immer ein paar Grad niedriger als im Wohnzimmer oder den anderen Räumen. Really into the water, so it is always a little bit more chilled, so the temperature is always a couple of degrees lower than you have in the living room and in the other parts of the house. I think it's a lifestyle now, but ich denke, heutzutage ist es ein Lifestyle. Aber es ging los, als die Menschen nicht in der Lage waren, ein Haus am Kanal oder in einer Straße zu mieten oder zu kaufen, weil es zu teuer war. Eine Menge arme Leute hatten daher diese alten Schiffsrümpfe. Sie bauten darauf ein kleines Haus und wohnten darin mit der ganzen Familie. Das Leben auf dem Hausboot war also eine Art arme Leute-Leben. But at a certain moment Amsterdam was developing aber dann entwickelte sich Amsterdam und wurde reicher und die Menschen fanden heraus, dass es eine sehr freie und schöne Art ist, in Amsterdam zu leben. Ich denke, das ist das Stichwort. Menschen wollen ein Hausboot haben, weil es wirklich Freiheit bedeutet. Schauen Sie sich um. Man sieht den Himmel, man sieht das Wasser, die Bäume, die Stadt. Das ist es. You see the water, you see the trees, you see the city and that, I think that's it. Einen schönen Blick aufs Wasser und Natur gibt es auch in und um Berlin. Bevor der Käufer dieses Hausbootes jedoch den Blick von der Dachterrasse genießen kann, ist noch viel zu tun. Während auf dem Dach noch gerakelt wird, betreten die Crawfords das erste Mal das Innere eines Hausbootes. Auf rund 20 Quadratmeter Wohnfläche ist auf den ersten Blick alles da. 4 Personen können im Nautino untergebracht werden. Die Crawfords wären zu zweit. Ohnehin ist für die beiden Weltenbummler viel Platz nicht das wichtigste Kriterium. Das hängt natürlich auch mit der Mietsituation in Berlin zusammen, die ja relativ katastrophal ist. Wenn man da mit einem normalen Einkommen herkommt und dann eine Wohnung zu finden, die einigermaßen passend ist. Wir wollten ein bisschen raus und wir wollen halt nicht so angebunden sein, aber das war eigentlich so die Hauptmotivation dahinter tatsächlich. Und weil es einfach wunderschön ist. Die Seen hier, ich bin ganz verblüfft, wie grün Berlin ist und wie wunderbar und viele Seen und es ist einfach toll. Die Einbauküche wird standardmäßig mit Spüle, Kühlschrank und Kochfeld geliefert. Vor allem Mr. Crawford schaut genau hin. Er kocht. Ja, yeah, he's the one. I don't cook. Und reicht die Küche? That's why I asked we would need a deshalb habe ich gefragt. Wir würden einen Herd benötigen und einen ordentlichen Ofen. Unsere Küche würde also komplett anders aussehen. Wir hätten einen größeren Kühlschrank und wir bräuchten Gas. Darauf bezog sich meine Frage, denn er kocht lieber mit Gas als mit Strom. Aber wenn das möglich ist, ist alles möglich, denke ich. But if that's possible, everything's possible, you know. Man kann ja tatsächlich alles einbauen und das ist eigentlich
das Schöne dann dabei. Man kann es wirklich so machen, wie man es möchte. Und der Raum ist auch groß genug, dass man das eigentlich sich genauso einrichten kann, wie man es möchte. Man kann hier einen kleinen Tisch reinstellen. Und für zwei Personen, denke ich, ist das vollkommen ausreichend. Also wir empfehlen natürlich immer einen Ausziehtisch oder so, ja, dass man sagen kann, okay, normal für drei bis vier Personen. Und wenn man aber mal Gäste hat, dann kann man den natürlich auch gerne bis zur Not auf acht erweitern. Mhm. Und die meisten empfangen ja ihre Gäste dann auch noch im Sommer und dann geht es sowieso auf die Terrasse raus oder aufs Oberdeck. Wir würden auf jeden Fall eins mit dem Oberdeck auch nehmen, also auch eine Galerie oben drauf und dann kann man da oben noch einen Tisch hinstellen und Liegestühle. Ja, also eigentlich. Viele stellen da so eine Lounge rauf und manche sogar so ein Jacuzzi, dass man also vielleicht noch da oben seine Badewanne hat. Ein Jacuzzi würde halten da oben? Man kann an der richtigen Stelle ist das überhaupt gar kein Problem. Man darf natürlich nicht den Fehler machen, ihn vorne aufs Obervordeck zu stellen, weil da natürlich das Boot bei mindestens 200 bis 400 Litern, die man da drin hat, bedeutet ja auch Kilo plus Person. Wenn wir weitergehen, werden Sie merken, das ist ja ein eigentliches Saunaboot. Das ist auf Spezialwunsch gar nicht mit einem Schlafzimmer versehen worden, sondern tatsächlich mit einer sehr großen Sauna. Ja. Wo man natürlich drin schlafen könnte, aber wo wir feststellen, die andere Idee war, diesen Multifunktionsraum, der jetzt hier die Dusche ist, in einer Größe zu haben, wo man tatsächlich auch immer eine Bettgröße reinkriegt zur Not oder eben eine Sauna draus macht. Ja. Also dann kommen wir in die Bäder. Wir haben ja wie gesagt zwei, eine sehr luxuriöse Dusche. Mhm. Der besondere Clou hier ist ja dran, dass Sie das Fenster komplett öffnen können. Das heißt, dass Sie auch theoretisch raustreten könnten. Um, wenn Sie mal vom Baden kommen, sich direkt abzuduschen. Da haben Sie natürlich eine haushaltsübliche Toilette. Da kommen noch Folien rauf, also jetzt nicht wundern, man sitzt da nicht total im Freien, aber es kommen noch so eine Sichtschutzfolien, die dann aber ab einer bestimmten Höhe unterbrochen werden und sich dann auffächern. Wer möchte, kann natürlich noch Rollos oder so ranmachen. Ich muss halt ein anständiges Badezimmer haben. Das ist halt auch eins der Hauptvoraussetzungen, dass es da halt ich finde diese Idee gut mit der getrennten Toilette. Getrennte Toilette und eben getrennte Dusche, das ist schon perfekt. Das ist tatsächlich gut. Statt eines Schlafzimmers gibt es hier nur eine Sauna. Dem deutsch-amerikanischen Paar wäre ein Bett aber doch wichtiger. Hier kann ich ja mal zeigen, haben wir dann die Wandschränke. Das heißt, hier ist ein bisschen Technik, aber man kann sich vorstellen, dass hier natürlich viel Stauraum, theoretisch sogar so viel, dass man die Schlafmatratzen verstecken könnte, wenn man sie nicht braucht. Ja. Das ist jetzt nicht nur ein Oberlicht, sondern das ist auch der Zugang von innen, wenn man in die Oberdeckkabine wollte, in die Schlafkoje. Ja, dann ist hier natürlich... Ist von innen? Auch, natürlich. Sie können hier, versteckt sich dann eine Leiter, die man dann hier einhängen kann und dann kann man hier natürlich in die Schlafkoje krabbeln. Mhm. Ist ja klar, wenn man nachts draußen Regen hat, dann will man ja trotzdem vielleicht mal auf Toilette kommen. Mhm. Geht es hier rein und die ist dann bei dem Boot auf knappe 1,40 Meter auf über 2,50 Meter Länge. Hat aber im Normalfall nur 70, 75 cm Innenraumhöhe. Mhm. Die wird im Sommer natürlich anklappbar sein. Im Winter ist es aber so ein Alkoven, der nichts für Klaustrophobiker ist, aber durchaus ein sehr gerne genutzter Schlafraum ist. Ja. In der Ruhe liegt die Kraft und insofern sage ich, das ist kaum... Was die Leute erstmal nicht auf der Liste haben, aber was nicht zu unterschätzen ist an Wohn- und Lebensqualität. Ja. Vor allem, wenn ich Nachbarn habe, die mir auf den Keks gehen, dann mache ich mich halt auf die Socken. Dann bin ich halt für einen Tag oder was, fahre ich auf den See und bin eben unterwegs. Muss halt mir das nicht anhören, wenn ich keine Lust habe. Das ist eben der Vorteil von so einem Hausboot. Man kann unterwegs sein, man ist vollkommen autark und hat trotzdem im Grunde den Luxus, den halt ein komplett eingerichtetes Haus bietet. Man hat eine komplett eingerichtete Küche, man hat ein komplett eingerichtetes Bad. Und das ist schon perfekt, das ist toll. Und man ist eben trotzdem, kann man unterwegs sein. Das ist einfach, das ist der Ultimate Freedom. In Bisdorf auf Fehmarn wird es jetzt spannend. Das tonnenschwere Hausboot muss auf den Sattelschlepper gehoben werden. Volle Konzentration beim Kranführer. Es ist zwar geübte Praxis, dass die Hausboote hier so verladen werden, aber spannend bleibt es doch.
Also ein Stück darf er übergucken, aber nicht zu weit. Jo! Bevor der Kran das Hausboot anhebt, wird es sicher verpackt. Eine große Plane soll die gestrichene Außenfassade vor Beschädigungen schützen. Dann wird es ernst. Mal sehen, was hier mal festhalten, ne? Wir vertrauen den Kranleuten und den Sternhausbootleuten sowieso. Und ja, nee, die sind da schon ganz erfahren, glaube ich, und darunter stürzen wird es nicht. Das letzte Mal waren wir auch zufällig mit dabei und von daher wissen wir ja, dass das gut funktioniert. Genau, nein. Eigentlich total entspannt. Kein Wunder. Die Verladebedingungen sind ideal. Wenig Wind und Sonnenschein. Damit die Ladung unterwegs nicht vom Sattelschlepper rutscht, muss sie gut ausbalanciert werden. Ja, optimal, gut austariert, mittig, jetzt nur noch festmachen und dann ist das abfahrbereit. Ab 10 Uhr sind ja Schwertransporte dann genehmigt und dann hoffen wir mal, dass die Polizei auch rechtzeitig kommt. Kann auch immer mal sein, dass ein Notfall dazwischen kommt, dann schiebt sich das nach hinten. Kurz nach 22 Uhr setzt sich der Schwertransport Richtung Ostsee in Bewegung. Früher darf er nicht los, um den Verkehr auf der Ferieninsel nicht zum Erliegen zu bringen. Ja, es hat ein bisschen was von der Geburt, dann ist so die gleichen Ängste. Na, die, das ist natürlich nicht zu vergleichen, aber es sind schon eben, dass man gucken muss. Aber wir sind da mit unserem Partner, die das Boot für uns transportieren. Das sind Profis und das ist schon mal die Hälfte der guten Dinge, die dann dort passieren. Und das andere ist dann auch, dass man ein bisschen Glück braucht man dann da schon dabei. Und wir haben das Boot ja auch gut verpackt, sodass wir dann hoffen, dass wir dann insbesondere durch die Bäume dann gut durchkommen. Dann. Auf dem Weg zum Hafen drohen dem Transport viele Gefahren. Große Äste, die die Durchfahrt verengen, und Autofahrer, die sich rücksichtslos an dem Transport vorbeischlängeln wollen. Da haben wir nur viel Arbeit reingesteckt, unsere Leute auch so, und dann tut es halt in der Seele weh, wenn dann da irgendwas dann schon gleich beim ersten Transport beschädigt würde. Das würde, glaube ich, allen sehr, sehr auf der Seele brennen dann. So, das ist schon so. 2 Kilometer vor dem Ziel wird es im Kronenbereich der Straßenbäume noch einmal besonders eng. Doch schließlich ist der Weg frei für den Schwertransport. Das Ziel ist der Yachthafen Burgtiefe an der Südküste Fehmarns. Schließlich kommt das Hausboot unversehrt an. Doch ins Wasser wird es erst am nächsten Morgen gehoben. Ging ja doch ganz gut. So. Also auch durch die engen Strellen alles gut geklappt. Manche Autofahrer, die fahren ja ein bisschen wild dazwischen, aber ging alles gut, soweit. Nachdem wir das jetzt rausgekrant hatten und das auf dem Trailer lag, war ich ganz zuversichtlich, dass wir auch gut hier ankommen. Ja, hat auch geklappt, bin ich ganz froh drüber. War eine super Arbeit von den Jungs vom Transportdienst. Ja, ein paar Äste mussten dran glauben, kleine Äste. Ja, aber das Boot ist unbeschädigt hier angekommen, das ist super. Ja. Grünheide bei Berlin. Andreas Hoffmann zeigt seinen Kunden eine weitere Sonderanfertigung. Hier habe ich noch eine Besonderheit. Bei dem Boot hat sich der Kunde gewünscht, dass hier ein absenkbarer Schreibtisch in der Decke versenkt wird. Da kommt natürlich in dem Fall noch eine Kiste rauf, aufs Dach, wie ein Tisch. Ja, so in der Höhe der Dachkoje oder etwas niedriger. Und dann kann er den runterfahren elektrisch und dann kommen da Bildschirme rauf. Dann ist das wie so ein Headquarter. Mit so ein bisschen wie der Börsenmakler. Ja.
das vielleicht bräuchte. Ja. Also wir machen auch Sonderbestellungen. Andreas Hoffmann ist offen für Kundenwünsche aller Art. Ob man da oben eine Ziege hält oder einen Rasen macht oder einen Kräutergarten oder was auch immer, das war uns ja egal. Aber die Fläche ist im Sommer auf jeden Fall eine sehr gute und nützliche. Im Winter sicherlich nicht. Dafür hat man ja das überdeckte Vordeck. Aber ich kann nur sagen, Fläche auf dem Boot ist eh immer begrenzt. Aber man hat beim Hausboot gerade den Luxus dieser großen Sonnendecks und vielleicht auch für Solar. Ja? Also manche machen da gerne auch viel Solar drauf. Hier würden wir halt dann noch eine Couch mit reinpacken und wie gesagt, eigentlich so das Nötigste, aber eigentlich. Ich denke nicht, dass wir Probleme hätten, uns hier einzuschränken. Das ist einfach, weil es ja gemütlich ist. Man kann sich das schon nett machen und genauso, wie man es eigentlich braucht, denke ich. Ich glaube, ist das kein Problem. Das kriegen wir schon. Hoffmann weiß sehr gut, was seine Kunden sich wünschen. Die meisten Hausbootkäufer träumen von einem geruhsamen Leben mitten in der Natur, verbunden mit dem Komfort eines Hauses. Einen geeigneten Liegeplatz zu finden, ist häufig das größte Problem. Den Liegeplatz, wie gesagt, da schicke ich Ihnen dann ein paar Angebote, die wir sowieso haben. Und Sie können entscheiden, ob Ihnen da schon was von gefällt oder ob wir dann basierend darauf weitersuchen können. Okay. Der Eindruck ist gut. Wir werden jetzt erstmal abwarten, was für ein Angebot kommt und ob das dann eben mit unseren finanziellen Möglichkeiten übereinander passt. Das muss man sich auch überlegen. Aber eigentlich der Eindruck ist hervorragend, der ist ganz positiv. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir da drauf leben werden. Ja. Vielen Dank nochmal. Sie hören von mir? Ja, hat mich wirklich gefreut. Ja, lieben Dank. Schön, dass Sie alles mitgemacht haben und ja, umso mehr Informationen ich kriege, umso besser und detaillierter kann ich es ausarbeiten. Alles klar. Ich wünsche Ihnen einen schönen Heimweg. Danke. Bis dann. Tschüss. Ciao. Wie die Crawfords sich entscheiden, bleibt offen. Das Hausbootgeschäft boomt. Deshalb unterhält Andreas Hoffmann für seine Hausbootfertigung noch ein zusätzliches Werftgelände in Berlin-Köpenick. Zwischen Bestellungszeitraum, also bis zur Auslieferung und der reinen Produktion, klafft tatsächlich eine große Lücke. Das heißt, wir rechnen so mit ca. 6 Monaten Bauzeit bei so einem größeren Schiff. Bei kleineren geht es teilweise schon in 1 bis 1,5 Monaten. Aber umso mehr Boote natürlich bestellt sind bei der momentanen Produktionskapazität, kann es schon bis zu einem Jahr dauern, bis man sein Boot bekommt. Das Boot würde jetzt so zwischen 160.000 bis 250.000 Euro je nach Ausstattung könnte das kosten. Also das heißt, bei 250 sind wir im absoluten Maximum-Limit mit Ausstattungsmöglichkeiten, was man sich so wünschen kann. Sauna, keine Ahnung, Generator, Solaranlage, Satzschüssel. Fußbodenheizung ist ja schon fast Standard, Kamin, Beiboot, all sowas, ja. Also da Unterwasserbeleuchtung, Unterwasserschiffbeleuchtung. Also da hätte man, glaube ich, schon absolut Luxusschiff mit Sondermaterialien und so. Amsterdam. In den Niederlanden ist das Leben auf Hausbooten eine reine Selbstverständlichkeit. Seit Jahrzehnten leben hier Menschen auf dem Wasser. Anton Surings Hausbootentwürfe gehen aber weit über das Althergebrachte hinaus. Sie spiegeln den Lifestyle der Moderne. Wir sind hier im Osten Amsterdams, auf der Amstel. Ich habe dieses Hausboot für meine Klientin Marsha designt. Sie lebt hier mit ihrer Familie. Es ist ein zweigeschossiges Hausboot, also haben sie viel Platz. Ich führe sie herum. So, it has a lot of space, and I will show you around. Wie man sieht, ist alles speziell auf dieses Hausboot zugeschnitten. Ich habe mich dafür entschieden, in einigen Teilen des Bootes keine Wände, sondern maßgefertigte Schränke einzubauen. Sie wirken wie eine Wand, halten aber genug Stauraum für Kindersachen, Reinigungsmittel, Schuhe und so weiter bereit. Cleaning stuff, shoes, etc. Außerdem ist hier drin diese kleine Toilette. Die nimmt keinen Platz weg. Have a toilet, so inside here you
have this small toilet, and because of it doesn't take a lot of space. The needs of the family were different. Die Bedürfnisse der Familie wichen stark von den Standardwünschen ab. Sie wollten kein echtes Wohnzimmer oder eine echte Küche. Es war ihnen aber sehr wichtig, dass sich das Leben in der Küche abspielt. But what was really important for them was the kitchen life. Offene Räume, große Fensterflächen, überall geht die Sicht auf den Fluss. Everything on this level is around. Alles auf dieser Ebene ist um die Küche und dieses Bücherregal herum angeordnet. And it's we call this the DJ-Pult. Ist sehr schön, wenn man kocht oder die Geschirr spült. It's really nice when you're cooking here, man hat diesen wunderschönen Ausblick auf die Amstel. You have this beautiful view on the Amstel River, or you can look in that Wie man direction sieht, sind hier rundherum viele Fenster, auch im Dach. So as you can see, there's a lot of windows around you. Ich wollte so viel Tageslicht wie möglich von oben hereinlassen, ceiling, weshalb ich so viel Glas im Dach eingebaut habe. I tried to get as much as daylight from top, so I put a lot of glass in the ceiling. So, and also, wir haben ja noch ein weiteres Stockwerk. I already told you that there is another level down. Das Stockwerk komplett unter der Wasseroberfläche befindet, war es sehr schwer, genügend Tageslicht hineinzubekommen, damit es nicht zu verlies- oder kellerartig wird. And to get as much as also haben wir nicht nur viel Glas im Dach, sondern auch große Durchbrüche zum Untergeschoss gelassen. An a dungeon or a basement. There's a lot of glass in the ceiling on this level, but also big holes to the other level downstairs. Ein Hausboot mit Keller. Suhring macht vieles möglich, was eigentlich unmöglich scheint, wie zum Beispiel Tageslicht unter Wasser. We use the square meters in this area. Wir haben die Quadratmeter in diesem Bereich so aufgeteilt, dass es zwei kleinere Kinderzimmer gibt. Jeder sein eigenes Zimmer, aber davor, wenn sie die Schiebetüren öffnen, haben sie diesen Bereich. In front of it, when they open their door, so you have the two sliding doors. Dort können sie nach der Schule zusammen oder mit Freunden spielen. Man hätte auch sagen können, wir machen hier eine Wand. Dann hätte man auf beiden Seiten ein größeres Zimmer, aber wir haben also beschlossen, die Zimmer kleiner zu machen. Wenn die Kinder nun die Schiebetüren öffnen, haben sie diese Spielfläche. And then when you open the sliding doors again, you have this playground. Eine wirkliche Besonderheit in diesem Hausboot ist, dass es dieses Stockwerk gibt, was komplett unter Wasser ist. The water. Für mich ist es immer wieder lustig zu wissen, dass das Wasser really, etwa for me it's always funny to know that the water is somewhere like here. So ich bin jetzt I'm also really wirklich unter Wasser. Underneath the water und das gibt uns now. Viel Platz in diesem Hausboot. And this gives the opportunity to have a lot of space in this houseboat. So inside here you have a really nice hier gibt es auch ein wirklich schönes großes Badezimmer mit dieser großen Badewanne und einer separaten Dusche. Wie man sieht, gibt es hier auch dieses Loch in der Decke, was verbunden ist mit den Fenstern oben. Man kann die Fenster mit einer Fernbedienung öffnen, sodass man frische Luft für eine gute Durchlüftung bekommt, wenn man duscht. Auch die Eltern haben ein abgetrenntes Schlafzimmer. Meine Kunden fragten mich, ob es möglich wäre, dass das Schlafzimmer nah bei den Kinderzimmern ist, aber nicht zu nah, um ihnen ihre Privatsphäre zu erhalten. Und wieder das Tageslicht und die Luftzirkulation durch das Loch in der Decke. Früher lebten vor allem arme Leute auf Hausbooten. Doch mit dem Trend zum Wohnen auf dem Wasser und der begrenzten Anzahl an Liegegenehmigungen steigen die Preise. Deshalb sind es heute eher wohlhabende Amsterdamer, die aufs Wasser ziehen. For me, it was really fun to design for a family. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, für eine Familie zu designen, wie ein Kind zu denken und dann das Sofa und der Wohnbereich.
Ich musste mich wirklich in meine eigene Kindheit zurückversetzen und denken, wie ich damals gedacht habe. Ich musste mich fragen, was hätte ich gemacht? Wie die lustige Spielfläche im Untergeschoss, ein eigenes Zimmer mit dem Licht und so weiter. Das war wirklich ein Unterschied, verglichen mit meiner Arbeit für Erwachsene. Liegeplätze in Amsterdam kann man in der Regel nur selten kaufen. Die Stadt verpachtet diese Plätze langjährig und verlangt dafür in guten Lagen für die Zeit 200.000 bis 300.000 Euro. Suring kommt seinen Auftraggebern sehr nah. Wenn wir mit einem Projekt anfangen, sage ich immer zu meinen Kunden, dass ich sie nach dem Projekt besser kennen werde als ihre Freunde. Ich spreche so viel mit ihnen auch über Kleinigkeiten. Wie viel Platz brauchen sie für ihre Garderobe? Alles. Es gibt so viele kleine Details, die ich über meine Kunden weiß, dass es fast unmöglich ist, sich nicht mit ihnen anzufreunden. So ist abzusehen, dass der Freundeskreis des Architekten sich in der Zukunft noch sehr erweitern wird. Denn die Nachfrage nach Hausbooten ist ungebremst. Am nächsten Morgen in Burgtiefe auf Fehmarn. Heute wird das Hausboot von Christian und Oliver zum ersten Mal zu Wasser gelassen. Die Schutzplanen für den Überlandtransport haben ihre Schuldigkeit getan. Auf den ersten Blick sieht alles gut aus. Beim Transport ist nichts kaputt gegangen, glücklicherweise. Ein bisschen Farbe ab, das macht gar nichts. Kriegen wir alles wieder hin. Noch einmal kommt das Hausboot an den Haken. Der Hafenkran wird es ins Wasser heben. Ja, es schwimmt, es ist vollbracht. Wir sind froh. Ja, sieht gut aus. Läuft. Im Wetter haben wir Glück gehabt. Jetzt kommt ein Gewitter auf uns zu. Mal gucken, wie die Überfahrt wird und dann geht's weiter. Glücklich schwimmt die Antje Frieda im Hafen von Burgtiefe auf Fehmarn. Jetzt muss sie nur noch auf die andere Seite nach Burg Staaken, zu ihrem endgültigen Liegeort. Doch die Überfahrt will zuvor gut besprochen sein, denn es knapp nur gefahren. Hier vorne liegt ein Schirm mit einem langen Bugsprit. Die habe ich schon angesprochen. Die hassen zwar Hausboote, aber wollen aufpassen dann. Und so mehr tun sie. Und wir fahren halt hier. Da müssen wir quasi hier anhalten und das Boot dann versuchen rum, fast mit Nullgeschwindigkeit versuchen, das Boot rumzuziehen. Mit hoher Geschwindigkeit, der Wind kommt von hier so, wird es dann, also dann, wenn es dann gedreht, sich langsam dann dreht, wird es wahrscheinlich dann hier so rüber. Und dann wird es halt auf dieser Seite hier, dann wird dann der Knackpunkt sein. Genau. Und jetzt liegt halt, wie gesagt, das Scheiße ist, dass hier jetzt noch schön ein Boot liegt mit dem Bugsprit dann da raus. Das liegt richtig schön. Die das Blöde ist auch diese eine Stange hier. Ja, genau. Dann die, ja, genau. Wenig später brechen Bode und seine Männer zur letzten Etappe auf. Sind dann alle fertig zum Losmachen, wenn ich dann losziehe? Bin ich fest? Wir müssen jetzt zwischen der Mole und den Yachten müssen wir zwischendurch und es ist nicht gerade tief dort. Da müssen wir sehr vorsichtig sein und dürfen nichts kaputt machen. Alles verläuft wie gewünscht. Sie haben jede Untiefe umschifft und sind allen Hindernissen rechtzeitig ausgewichen. Ganz am Schluss packt sogar einer der neuen Eigentümer mit an, um sein Hausboot festzumachen. Ja, es ist sehr gut gelaufen. Ja. Der Wind hat ein bisschen mitgespielt, es war alles tippitoppi.
jetzt einfach nur festmachen, dass es vernünftig liegt und Wind und Wetter ist ja ständiger Wechsel hier. Und dann kann weitergebaut werden und eingerichtet werden. Beim Einrichten hilft Olivers Mutter und Namensgeberin des Hausbootes, Antje Frieda. Sie hat allerlei Deko-Elemente dabei, um dem schwimmenden Ferienhäuschen eine persönliche Note zu geben. So, dann wollen wir das mal ein bisschen hübsch machen. Ein bisschen wohnlich, ne? Wir haben 45 Jahre auch in Puttgarden gearbeitet. Mit der Fähre sind wir mal rübergefahren. Mein Mann und ich. Aber er musste heute zu Hause bleiben. Er hat noch einen Schrank, musste er, oder will er in Empfang nehmen, ne? Genau. Soll diese Dinge auch darauf? Ich weiß noch nicht so recht. Die passen nicht so, ne? Sind so dunkel. Nee, dunkel nicht, aber hey, ich könnte mir das schon vorstellen, wenn wir aufpassen. Die Fische sind super. Gemeinsam versuchen jetzt alle, die Antje Frieda möglichst schnell wohnlich auszugestalten. Denn die ersten Feriengäste kommen schon in ein paar Tagen. Einen Namen für das Hausboot zu finden, war nicht schwer. Das hat sich so entwickelt. Ne? Wir haben diskutiert, was wir gerne hätten. Frieda passte ganz gut und meine Mutter heißt eben Antje Frieda. Und dann haben wir dann eine Kombination mit Antje Frieda und denn dadurch ist meine Mutter jetzt die Namensgeberin für das Boot. Und die ist immer stolz darauf. Und sie ist stolz. Ach so, das Waschbecken ist da. Ja, das kleine Waschbecken haben wir da jetzt hinbekommen. Das war auch eine Diskussion, wenig Platz im WC. Und macht es Sinn, da noch ein Waschbecken reinzubauen. Aber wir wollten das schon ganz gerne haben, dass da auch ein Waschbecken ist. Und deswegen haben wir da jetzt ein sehr kleines in die Ecke gebaut. Oder bauen lassen, Herrn Bode. Ja. Außen gibt es noch den letzten Schliff. Drinnen versucht wird, die Möbel sinnvoll auf den 56 Quadratmetern unterzubringen. Ja, um den Platz optimal auszurichten, haben wir ein 3D-Modell gehabt von dem Boot am Computer und haben die Möbelstücke hin und her geschoben und auch die Räume versucht optimal zu planen. Ist auch so geworden, wie wir uns das in der Planung schon vorgestellt hatten, ist natürlich schwer, sich das am Computer in Realität mit den ganzen Abmaßungen hier drin vorzustellen. So. Aber es hat gut geklappt. Also das Sofa passt neben den Schrank, so wie gewollt. Und das Fenster ist auch nicht vom Schrank verdeckt, von daher alles gut. Viel auch angeschaut und mitgenommen von anderen, wie die das gelöst haben, von Camping- oder Caravan-Ausstattern, wie die Raumprobleme halt lösen. Im Wohnmobilbereich ist es ja ähnlich, dass man da auch wenig Platz hat und da haben wir uns inspirieren lassen von Lösungen, wie man das gestalten kann und was man vielleicht nicht machen sollte, um kleine Räume noch kleiner erscheinen zu lassen. So, also lieber helle Möbel nehmen und helle Bodenbelege, das wirkt alles ein bisschen größer. Antje Frieda ist mit der Antje Frieda sehr zufrieden. Ist ja. Ach ja, aber schön. Der Einsatz hat sich gelohnt. Das Hausboot war in den ersten 6 Monaten zu 100% ausgelastet.